Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe bei Temu LED bestellt. Ja? Premium LED in Interieur Lightning Kit. Ja, da ist halt sind halt viele Tüten mit drin. So eine Art Spachtel, ja, um die Lampen rauszuholen, also beziehungsweise die Plastikkappen da abzumachen. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Boxen. Also 5 kleine Tüten mit einzelnen LEDs. Die nehme ich jetzt auch nicht raus, weil ich habe Angst, dass sie wegkommen. Ja, Gloofbox Light. Ja, da ist eine Lampe drin. Also das sind alles LEDs. Die sollen dann weiß leuchten. Oder hell leuchten. Ich hoffe nicht dieses Weiß-Blau. Ich habe einfach nur hell genommen. Das sah aber nicht ganz bläulich aus. Ich hoffe. Dome Light. Da sind 3 Stück drin. Vielleicht seht ihr das. Oh, ist doch schon offen. Eins ist aufgegangen. Okay. Gut, dann kann ich euch das zeigen. Man sieht dann halt praktisch hier oben so eine Spitze. Auf der anderen Seite auch. Und hier sind die LEDs. Auf der anderen Seite ist nur die Platine. Ja? Da muss ich dann mit einem Übersetzer ran, was ist. Dann haben wir hier noch Map Light. Die sehen wieder anders aus. Die haben eine Seite LEDs und oben drauf. Ja, die haben hier eine Seite und oben hier ist rund, da haben sie auch. Weil ich habe einen Wackelkontakt in der Birne bei der Kleinen. Und jetzt, ihr wisst ja, das wird relativ schnell dunkel und ey, das ist scheiße, wenn du dann frühst die Kleine wegbringen musst und es ist halt noch dunkel oder abends nach Hause kommst und es schon dunkel, am späten Mittag ist es ja schon dunkel, ja. Und du musst Licht anmachen, um den Gurt da zu finden und mal geht's nicht oder du musst ein paar Mal rankloppen, damit es irgendwann funktioniert. Das ist nicht schön. Trunk Light. Venti Mirror Light. Ja, das sind die. Und gleich auch mit Werkzeug alle drin. Ich bin mal gespannt. Da muss ich mit Google Übersetzer arbeiten. Das werde ich die Tage machen. Steht auch hier dort irgendwo, dass sie kompatibel. Modell HYT001988. Aber ich kann hier nichts erkennen, dass hier irgendwie steht Nissan Qashqai oder so. Und die Verpackung sah auch schwarz aus bei Temu. Aber ist mir egal. Hauptsache, das ist das drin, was ich bestellt habe. 15 Birnen oder was das waren. Die heißt ja nicht Birnen. LEDs, 15 LEDs mit dem Wechselwerkzeug. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie es aussieht denn drin. So. Ich werde euch das natürlich in die Videobeschreibung verlinken. Gibt es auch für andere Modelle. Gibt es auch noch kleinere Pakete. Wenn ihr da Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Ahoi. Sagt euer Odin.